Jo, was ist das für ein Start in die Session? Es hat geschüttet wie aus Eimern. Ich habe schnell meine Routen gemacht. Basti war dabei, das Kamerazeug erstmal in Sicherheit zu bringen. Hat gerade die zweite Fuhre mit dem Trolley geholt. Und in der Zeit lief meine Route ab. Und das ist der erste Fisch der Session. Besser kann es doch einfach nicht starten. Ich bin echt mal gespannt, was jetzt die nächsten 3 Tage uns bevorsteht. Das kann nur anlaufen bei dem Wetter. Hey Kai, warum bist du so traurig? Ich verstehe es nicht, Digga. Wetter ist perfekt. Gestern nach 20 Minuten läuft der erste Fisch. 12 habe ich leider einen verloren. Um 5 einen verfickten Graser gefangen. Abgehakt und weg das Ding. Und besseres Wetter gibt es nicht hierfür. Also da muss bestialisch einschlagen. Da muss jetzt gleich einer laufen. Ich krieg echt langsam schlechte Laune. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe noch nicht mal einen Fisch gefangen. Ja, außer dem Brassen. Das ist auch ein Fisch, ne? Das weißt du. Ja. Du hast die Fischereiprüfung abgelegt. Nein, der Brassen ist kein Fisch. Brassen, vor allen Dingen Brassen mit verschimmeltem Laichausschlag, Alter. Der ist echt verschimmelt. Der ist, keine Ahnung. Die Menschen, der wahrscheinlich die schon sowas, seit 2 Uhr nachts dran, hat all deine Routen tot gemacht, hat deinen ganzen Platz verschimmelt. Der kleine Schuppmann von gerade eben. Der kam jetzt auf dem Futterplatz, wo jeweils ich und der Sebastian 2 Routen liegen haben. Und ich hoffe natürlich, dass er jetzt mal ein bisschen anläuft und der Sepp auch endlich seinen ersten Fisch fangen kann. Ich hatte die Nacht noch um 12 Uhr einen auf meine rechte Route. Den habe ich leider am Holz verloren. Um 5 Uhr noch einen meiner geliebten Graskarpfen. Eigentlich haben wir uns ein bisschen mehr erhofft von dem Wetter. Das Wetter ist perfekt. Aber gut, die Fische laufen tagsüber. Mal gucken, was der Tag noch für uns bringt. Die kann ich laufen mit der Warthose und mit der Kelle füttern. Deswegen benutzen wir anderes Futter als auf dem großen Futterplatz, der draußen liegt. Pro Uferroute packen wir jeweils 2 Kellen Tigernüsse in einen leeren Eimer. Dann nehme ich mir hier 14er VNX Boilies. Packe mir auch noch mal so 2-3 Händchen mit rein. Dann kippe ich noch ein bisschen von dem Tigernusssud mit hier rein. Vermische das alles ein bisschen mit der Kelle und fütter das dann genauso auf unsere Routen und kipp den Sud auch mit drauf. Es gibt nochmal eine schöne Wolke. So angeln wir unsere Uferrouten mit einem einzelnen Pop-up oder Tigernüssen oder einem Wafter, je nachdem, was ich gerade oder wir gerade für besser halten. Und der Basti, der erklärt euch jetzt, wie wir unseren großen Futterplatz im Freiwasser vorbereitet haben. Ja, in der Vorbereitung der Session haben wir uns natürlich zusammengesetzt und überlegt, okay, wie können wir vorgehen. Der See ist mehr sowieso aus dem letzten Jahr bekannt, da haben wir hier schon eine Session gemacht und es ist natürlich auch Kais Hausgewässer. Es ist ein Torfschicht, das heißt, wir haben hier nahezu gar keine Struktur und wir angeln hier halt über Futter. Das heißt, wir haben einen großen Futterplatz ausgewählt, dazu haben wir erstmal mit der Markerroute einen schönen Spot gefunden, wo es ein bisschen härter ist als drumherum. Mit der Route halt abgelenkt auf 20, 21 Wicklungen, Marker gesetzt, dann haben wir da dementsprechend gefüttert, in dem Bereich relativ großflächig, in einer Tiefe von, ich sag mal, 10 Metern, 40, 50 Meter breit, wo wir halt jeder 2 Routen drauf schön staffeln können, auch in den Längen, links angefangen bei 19, 20 Wicklungen,
dann die nächste Route 22, 23 Wicklung und dann Kai halt dementsprechend wieder zurück, dass wir in einer V-Form die Routen abgefächert haben, um so möglichst viel gestaffelt hier befischen zu können, um dann auch reagieren zu können, wo die Fische sind, die oder von wo die Fische kommen. Kommen die eher vom Ufer, kommen die hinten aus dem Freiwasser, um einfach reagieren zu können. Genau, womit haben wir gefüttert? Wir haben 18er Boilies, Scoberry und Seafood in Kombination gefüttert, alle zwei Tage. Wir benutzen dafür Freezer. Zu erwähnen bleibt noch, wir haben jetzt 10 Kilo mit für die 4 Tage. Dadurch, dass es jetzt nicht wirklich läuft, oder zumindest nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, wird davon sicherlich was überbleiben. Noch ein kleiner Tipp von mir. Ich habe selber keine Möglichkeit, Freezer einzufrieren. Das heißt, wenn ich die kaufe, salze ich mir die ein. Und wenn jetzt was überbleibt, wie diesmal mit Sicherheit, dann salze ich mir die auch ein. Dafür habe ich so eine Faustformel. 3 Kilo Boilies, 1 Kilo Salz. So kann ich das ganz gut machen, luftdicht verschließen. Ich persönlich nehme dafür einfach Viehsalz, wie auf dem Reifeisenmarkt oder sowas. Kostet 25 Kilo echt einen Apfel und ein Ei. Da gibt es eigentlich sonst nichts weiter zu beachten. Der geht an, Kai. Alter, der kriegt ja. Junge. Der hat ja gar kein Ende mehr gefunden. Schön auf einen neuen ID-Pop-Up. Das ist der Fisch, den ich gerade eben gefangen habe, kurz bevor es hell wurde. Leider ging sonst die ganze Nacht gar nichts. Wir können uns immer noch nicht genau erklären, warum. Das Wetter ist eigentlich perfekt. Von Dienstag auf Mittwoch haben sich die Fangereignisse überschlagen. Deswegen waren wir auch so euphorisch und haben gedacht, die rennt richtig an, was jetzt leider nicht der Fall ist. Bis jetzt laufen komischerweise nur meine beiden Routen im Freiwasser. Warum Bastis Routen laufen, können wir uns beide nicht erklären. Die liegen nicht weit weg, wir angeln gleich. Aber das ist halt nun mal Angeln manchmal, aus welchem Grund auch immer. Ich hoffe einfach, dass eine Route von Basti auch noch abläuft. Schönen guten Morgen. Oh, Basti, was ist hier los? Ich habe einen Tag gekriegt, Mann. Endlich, würde ich mal sagen. Auf den letzten Drücker, wa? Oh ja. Und es ist die rechte Route, die wir gestern noch umgelegt haben. Kai hat seine Routen weiter nach rechts gefächert, sodass ich auch ein Stück weiter rechts rüber konnte. Wir haben es jetzt so, Viertel nach sechs, halb sieben. Es ist richtig abgefeuert. Mal schauen.
Zeit noch nie einen Zeiler gefangen. Ja, geil, Alter. Boah, der ist gut. Ja. Das ist eine gute Zeile. Digga. Alter. Ja. Yes. Ich würde sagen, den schneidert. Das hier. Beste kommt zum Schluss, was? Richtig geil, Alter. Richtig geil. Ey, Sebastian. Ja? Was hast du da gefangen? Alter, das ist eine Zeile. Ehrlich? Mhm. Ja, fett, Alter. Glückwunsch. Danke dir. Richtig geil, Alter. Ja. Und ich habe noch vor 5 Minuten gesagt, wie geil wäre das jetzt, wenn bei dem geilen Nebel und dieser Hammer-Look... Lukisse. Wenn es in der Lukisse richtig geil wird, Alter. Wenn es bei dieser Hammer-Kulisse noch einer, jetzt einer abbrennt, Alter. Richtig geiles Teil. Der Fisch ist ultra geil. Und schon wieder auf einen von den neuen Poppies. Mega, Alter. Und du bist entschneidert, das ist viel wichtiger. Oh, ja, und was Mann. Noch viel wichtiger ist, du hast ihn auf deine Route gefangen. Das heißt, wenn jetzt gleich noch eine von meinen abläuft, kann ich den auch noch fangen. Mega. Scheiße, Alter. Ja, viel ist dazu gar nicht mehr zu sagen, außer das Beste kommt zum Schluss und das Beste zeige ich euch jetzt. Guckt euch diesen Fisch an. Einfach geil. Den hast du dir hart erarbeitet. Ja, Mann, ist das ein geiles Teil. Fetten Glückwunsch, Digga. Danke dir, Mann. Digga. Ja, Mann. Corona-Faust. Corona-Faust. Ja, die Session ist fast vorbei. Wir haben so gut wie alles weggepackt. Die Ruten sind noch im Wasser. Wir geben dem Ganzen jetzt noch eine halbe Stunde. Spindlerbub hat heute auch noch was zu tun. Deswegen muss er auch zeitig los. Es war nicht so einfach alles mit Filmen bei dem Wetter. Aber wir haben echt coole Shots im Kasten. Und ich bin mal gespannt, was der Meister hier daraus zaubert. Was sagst du dazu? Weiß ich gar nicht. Vielleicht zauber ich da gar nichts draus, ne? Ne, es war auf jeden Fall eine coole Session, es war ein angenehmes Wochenende. Ist nicht so angelaufen, wie erhofft, aber alle Fische, die wir gefangen haben, hatten halt echt Macken. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Fische schon im Laich waren, durch den Wetterumbruch aus der Laiche raus sind oder unterbrochen worden sind. Und ja, wir denken, dass das der Grund ist, weshalb es nicht so angelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben 4 Karpfen fangen können. Du hast deinen Fisch gefangen? Ich habe den Fisch gefangen, genau. Meine Revanche ist geglückt. Auf jeden Fall. War ein ultra geiler Fisch. Das packen wir hier ein und dann geht's nach Hause. Also, bis zum nächsten Mal.